Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Wir haben heute einen sonnigen Samstagmorgen und es ist sehr ungewohnt, mich wahrscheinlich aus dieser Perspektive zu sehen, weil es ist eigentlich so mein erster richtiger Vlog. Ich hoffe, das passt auch mit Ton und Bild und so. Ich habe nämlich keinen Plan davon, weil ich sehe mich auf der Kamera leider nicht selbst. Was steht heute an, Leute? Und zwar hole ich jetzt einen Bro von mir ab und wir fahren dann nach Stuttgart. Ihr seht schon im Titel, worum es geht. Ich habe in einem der letzten Videos gesagt, dass ich mir passend zu dem silbernen Schmuck, den ich bei Peso rausgebracht habe, jetzt auch eigentlich mal noch eine Uhr holen muss. Die wird zwar nicht ganz silber, aber dazu gleich noch mehr. Das Ganze soll jetzt aber nicht so Angeber-Prolo-mäßig rüberkommen, sondern, ja, keine Ahnung, ich denke, ihr feiert das einfach, wenn ich euch so ein bisschen mitnehme, was sich in meinem Leben so tut. Außerdem finde ich, dass Uhren und Schmuck auch so ein bisschen zum Thema Fashion gehören und das ist ja das Hauptthema auf meinem Kanal. Deswegen ist das schon so ein bisschen gerechtfertigt, dass ich euch das so zeige. Es wird sicherlich trotzdem viele Leute geben, die das irgendwie in den falschen Hals bekommen, einem nicht gönnen und so. Aber ich denke, die Ehrenmänner unter euch wissen, wie das zu handhaben ist. Leute, ihr wisst, dass ich nicht ein Mann der tausend Worte bin, aber nur weil ich es jetzt nicht in jedem zweiten Video sage, heißt es nicht, dass ich es nicht mega zu schätzen weiß, was ich mir dank dieser YouTube- und Fashion-Sache alles erlauben kann, was ich erleben darf. Also vielen, vielen Dank nochmal an jeden Einzelnen, der das ermöglicht hat, der mich auf dem Weg supportet. Ich weiß es wirklich sehr, sehr zu schätzen. Jetzt fragen sich natürlich viele, wozu braucht man eine zweite Uhr? Für die Leute, die jetzt gerade zum ersten Mal schauen, ich habe aktuell eine Day-Date in Gold. Wie gesagt, das ist no flex, aber es gibt ja wirklich viele, die sich so für dieses Uhren-Game interessieren. Ich bin da auch so ein bisschen reingerutscht, weil ich einige Freunde habe, die sich da auch sehr mit befassen. Und Nico und Tim, als ich da war, da haben wir auch die Hälfte der Zeit nur über Uhren gesprochen. Also ja, keine Ahnung, ich begeistere mich einfach dafür, sowohl die Handwerkskunst als auch die Wertstabilität oder das Aussehen und generell der Schmuckfaktor trägt für mich so voll dazu bei, die Uhrensachen so zu hypen. Leute, ihr seht, wir haben noch 305 Kilometer vor uns. Es wird eine lange Fahrt, also 3 Stunden brauchen wir. Kleiner Zwischenstopp an der Tanke. Ich hoffe, das passt vom Ton her. Ich bin hier gerade mit meinem Kollegen Alex. Ja, willst du vielleicht mal Hallo sagen oder was? Ja, gestern war auf jeden Fall ein krasser Tag. Zwei heftige Sachen sind passiert und zwar kam ja die Peso-Season raus. War nach 15 Minuten ausverkauft. Auf jeden Fall übertrieben heftig, danke für den Support. Und dann hat eine halbe Stunde später AZ in seine Story gepostet, wo der ein T-Shirt aus der letzten Kollektion anhat, von Timeout. Krass, also hat mich auf jeden Fall sehr gefeiert, dass so, also ich höre in letzter Zeit voll wenig Deutschrap, aber für die Leute, die mich verfolgen, die wissen, KMN und so feiere ich. Deswegen vielen Dank an die KMN-Gang für den Support. Okay, jetzt haben wir was getankt und holen uns jetzt noch einen Red Bull und dann geht's auch schon wieder weiter. Ey Leute, so krass, wir mussten hier gerade auf so einen Wendehammer fahren. Die Polizei ist uns gerade so einen Kilometer hinterhergefahren von der Tankstelle aus und ist dann so voll misstrauisch hingekommen, so, ja, warum fährt ein junger Mann denn so ein Auto und so? Und ich so, ja, ich habe halt eine Marke etc. So, hab denen das so erklärt und dann sind wir so zum Kofferraum gegangen, da habe ich halt die Peso-Tasche, wo so das Geld für die Uhr halt drin ist, die ich mir holen wollte. Hab ich dann so zu ihm gesagt, als sie uns so rausgewunken haben, da stand so, bitte folgen, so, ey, jetzt werden die safe irgendwas sagen wegen dem Geld. So. Und ich so, ja, warum überweist man das nicht? Warum zahlt man das nicht mit Karte? Und ich so, ja, weil das Kartenlimit niedriger ist als die Uhr, die ich mir kaufen möchte. Und die haben so übelst auf Teufel komm raus, so sein Ausweis, mein Ausweis so im Licht gehalten und dann so Sicherheitsfragen gestellt. Also die haben so krass übertrieben. Also es war wirklich ein ganz fetter Joke, was die Leute da abgezogen haben. Also im Endeffekt waren die nett und der hat mir das auch alles geglaubt. Ich konnte die Sachen belegen, die ich gesagt habe und hab gesagt, dass ich eine eigene Marke und der so, ach, und die kommt jetzt bald ganz groß raus oder was? Und dann habe ich ihm die Ledertasche gezeigt, die ich dabei habe. Da lag noch die Peso-Badehose im Kofferraum und so. Ja, war auf jeden Fall sehr misstrauisch, der gute Herr. Aber ist vielleicht auch gut so. Ja. Also erstmal jetzt hier den Nescafé Espresso. Okay Leute, wir sind jetzt in Stuttgart angekommen. Erstmal ein schönes Kippchen rauchen. Schönes Piefchen, erstmal raus. Ja, wir sind jetzt in 5 Minuten beim Juwelier. Tim und Sascha kommen auch dahin. Und ja, ist gutes Wetter heute. Ich wollte eigentlich meine neue Jacke anziehen. Wird wohl nichts bei 25 Grad. Schade, ne? Okay, bis gleich. Okay, wir sind jetzt hier gerade im Laden. Sehr fein hier alles. Als wir reingegangen sind, wurden wir erstmal so ein bisschen komisch angeguckt. Ja, wie können wir helfen? Ich so, ja, wir hatten einen Termin hier, so. Auf jeden Fall lustig. Wir haben gerade noch prominente Gäste hier zu uns bekommen. Was geht ab? Was geht ab, Leute? Holst du jetzt auch ein? Ich habe mir heute eine Eis
Swatch ausgesucht. Eine Eis-Swatch? Ja. Die gibt es in einer Farbe immer jeweils. Ich habe mich für weiß entschieden. Iced out auch? Leider nicht, nee. Ah, okay. Aber ich tue die auf jeden Fall in den Gefrierschrank und das ist der Moment, wo ich merke, der Jog ist dermaßen nach hinten losgegangen, dass ich jetzt einfach meine Fresse halte. Too many supplements. Hey, Power Rangers! Ich denke, jetzt gibt es erstmal Fristlose für die. Danke dem lieben Herrn Tim Gabel, haben wir jetzt noch einen Espresso bekommen. Und eine Mitarbeiterin hat hier gerade so Cola verschüttet und jetzt hat sie so voll schlechtes Gewissen. Okay Leute, da haben wir das Schmuckstück. Wir haben hier eine Datejust in Stahl Gelbgold mit einem schwarzen Ziffernblatt und 10 Diamanten drauf. Das neue Jubilee-Armband noch Folie drauf. Die 2018er Variante. 2018er Modell. Und du holst dir jetzt also eine AP? Ich habe die mir angeschaut, ich habe mich aber tatsächlich vertan. Ich habe irgendwie gesehen, dass die im Internet irgendwie 2-0 weniger hat und jetzt bringt die Pierre und da ist auf einmal 2-0 mehr irgendwie hinterm Preis. Ich weiß jetzt nicht, ob das von euch ein Schreibfehler ist. Vielleicht einfach nur mal kurz überprüfen lassen, weil für den Preis, ich meine, wer kauft denn dafür eine Uhr? Für 244 nehme ich die mit. 240. Okay Leute, Ende vom Vlog. Die Uhr ist da, ich bin ultra zufrieden, sieht recht krass aus. Was hältst du von der, obwohl du ja eigentlich kein Datejust-Fan bist? Ich finde die Uhr übel scheiße, aber ganz ehrlich, zu dir passt sie. Also jetzt noch Spaß. Ich finde die Uhr, ich bin halt nicht so der Bicolor und Diamantentyp, aber ich finde, dir steht sie übel und sie passt auch zu dir. Also ist echt eine nice Uhr. Danke. Und vor allem, dass du nicht so eine hässliche, keine Ahnung, halt irgendwie so, was weiß ich, Alter, Hublot? Eine Allerwelts-Uhr kaufst. Ja, Gott sei Dank, Alter. Was für ein Drecks. Okay Leute, wir gehen dann jetzt noch was essen oder so, vielleicht dann auch noch eine Pfeife rauchen. Okay Leute, Rest des Videos musste ich leider mit Handy filmen. Dreimal dürft ihr raten, wer seine Speicherkarte voll hatte und keine neue mitgenommen hat. Kleiner Tipp, ist es nicht Alex. Wie gesagt, verzeiht mir, ich bin kein Vlog-Profi, deswegen muss ich noch lernen, ein bisschen mehr so vor der Kamera zu reden, aber ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, der so durch die Stadt läuft und in die Kamera so labert und so. Vielleicht hat man das auch ein bisschen gemerkt, dass es ungewohnt war und so. Aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem ein wenig genossen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank für alles. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Ich nehme an, das Video kommt an einem Sonntag. Macht's gut, Alex Insta ist in der Videobeschreibung. Ciao. Was kommt da für krasser Fitness-Content? Ja, mal dahin. Anders. Peace. Ganz, ganz anders.